Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Need for Speed, weiterhin mit meiner Wenigkeit Glabur. So, letztes Crossrennen. Ich brauche Ladedruck. Drei Runden. Okay. Das könnte echt schwer werden. Den haben wir. Den hätte ich aus dem Ring schmeißen müssen, den Google-Hupf da. Oh, das war doof. Das Rennen haben wir wirklich ein bisschen verkackt. Schade. Schade. Halt dieses Gummiband, was es gibt in Need for Speed. Bist du vorne, hängst du es ab, bist du hinten, hängen die dich ab. Halt dieses Gummiband-Effekt, den es gibt in diesem Spiel. Aber das ist auch Rille, wenn ich ganz ehrlich bin. So, gibt es noch eins oder sind wir wirklich durch damit? Das eins, was ich nicht... Der hat ja hier wieder was. Kann sie aber nicht auswählen. Kann man nicht auswählen. So, ich denke, die ganze Cross-Scheiße, im Positiven gemeint, ist durch, ne? Noch ein paar Tage. Meist ist wirklich nur noch Drift. Jo, dann können wir ab in die Garage. Und gucken mal, was wir an Geld haben. Reizen würde es mich schon, mal eine andere Karre mir zu bauen für Straße. Aber ich glaube mit 400... Hey, wir haben eine neue Couch. Alter, wie sich die Scheiße auch... 475.000, glaube ich, ist das nicht so prickelnd. Was jetzt geil ist, pass mal auf jetzt hier, Luftfahrwerk, ja? Das ist einfach episch. Weiß gar nicht, hatte ich mir schon was... Wo kommt der eigentlich weg? Wann haben wir den? War das mit der erste? Ich weiß es gar nicht so aus dem Kopf. Also müsst ihr uns auf jeden Fall mal ein neues Auto besorgen. Deswegen möchte ich jetzt hier mal zum... Das müsste der sein, ne? Autohändler, ja. Ich hätte ja gerne schon ein Skyline oder so, ne? Oder einen schönen Porsche hätte ich ja auch gerne.
GT2 RS oder so wäre schon fett. Aber wir müssen gucken, was es halt Tuning-mäßig. Das war der, den wir uns gekauft hatten. Und der hat leider nur 7 von 10. Wenn ich das am Anfang gewusst hätte, wie das funktioniert, dann hätte ich den wahrscheinlich nicht gekauft. Ne? Das ist auch ein ziemlich lustiges Auto. Aber guck mal, der hat auch nur 5 von 10. Also ist ja noch grottiger. Schickes Auto. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen uns schlau machen. Wir haben 400.000 Hammer. Wäre auch lustig gewesen, aber hat nur 3. Golf GTI. Oh nee, ist klar. Ne? Ich steig von Dingens auf den GTI. Das wäre zum Beispiel ein Nissan 370Z eigentlich zum Driften. Also eigentlich ist das perfekte Driftauto. Hat aber leider extrem wenig Tuning, genau wie 350er ist genauso, sind eigentlich die Drift-Anfänger in der Wirklichkeit, Leute, ja, nur mal so zur Info, also das sagt man wirklich, die nimmt man so zum Anfang MX, Mazda RX-7 und GT, so, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken hier, ab wann kommen denn die hochpreisigen Autos? Corvette, nein, nö. Ja, das wäre hier. Bad Boys, Bad Boys. Nö, nö. Ja, was nimmt man denn da? Was, glaube ich, kann man, glaube ich, fürs Offboard auch benutzen, ne? Hätte auch 7 von 10, aber original schon 188 Punkte. Ja, das wäre fett. Das ist war leider nur 3 von 10, ne? Das ist eigentlich auch geil, aber 5 von 10 ist wirklich extrem schlecht zum Tunen. Ja, das wäre eigentlich mein Favorite, ne? 122.000 911er. Ja, eigentlich aber 4 von 10 ist wirklich schlecht. GTS auch nicht unbedingt der prickelnde Ofen. Das ist der Targa. Auch nur 4 von Panamera wäre auch. Boah, Mann, ey. Aston Martin. Mercedes. Ein GT3 wäre das Ultimative für mich. Also das ist für mich so dieses unfassbar Sauger, bis der Arzt kommt. Wenn man guckt, man, McLaren hat auch nur 4 Punkte, aber dafür hat der Audi R8 V10 hat 7 Punkte, ne? Huracan, was haben wir hier noch? Den kannst du nicht updaten. Ferrari möchte ich nicht. Ich stehe nicht so auf diese Italiener, aber dann ist in dem Sinne auch schon wieder Ende, ne? Also ich bin der Meinung, wir nehmen uns einen Skyline einfach aus. Man muss. Man muss. Mal gucken, wie der sich original anhört. Fahren wir da mal hin. Oh, das ist. Geh bloß nie in diesen Burgerladen unten am Strand. Wieso? Stimmt da irgendwas nicht? Ja, mit dem Chickenburger. Ich hatte gestern Abend einen und mein Morgen war nicht witzig. Oh. Ich fand den Geschmack irgendwie abgefahren, aber das grüne Zeug war wohl doch keine Guacamole. Oh, alles klar. Danke. Gern. Ich finde das schon ziemlich lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. So, erst kommt mal Leistung. Nicht zu fassen, du hast einen neuen Wagen.
kommt der überhaupt höher kommt wie der Dingens. Na, jetzt kommt es wirklich drauf an. Normalerweise würde ich sagen. Der Doppelturbo ist wirklich schlechter. Ja, da bin ich. Ich nehme weiterhin 3 Pullen. Ich finde es einfach viel, viel besser. Kohle wird echt eng. So, da haben wir das schon drin. .336 ist schlechter wie meine Corvette. Ist jetzt kein Scheiß. Ist wirklich schlechter wie die Corvette? What the fuck? Willst du mich verarschen? Ich hätte wirklich. Ich hätte wirklich einen anderen Motor einbauen müssen. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich hätte wirklich hier einen richtig dicken, fetten Motor einbauen müssen. Also mit dem Standard Motor, der da drin ist, ist dann das wohl nicht so toll. Ich habe jetzt einen 3,8 Liter V6. Also der. Mit 700 Pferdchen. Ja, wahrscheinlich müsste ich dann hier hinten auch einen V12 einbauen, um die Leistung zu holen. Aber ist der dann schon voll geupdatet? Ja, da fehlt zum Beispiel der Turbo dann. Aber wir haben wirklich weniger Punkte wie mit der Corvette. Das ist traurig, oder? Es ist echt traurig. Die Corvette hat sage und schreibe 370 Punkte. Und mein Skyline 336. Uiuiuiui. Och, Spiel. Das ist doch dumm. Ja, gut. Aber wir werden dann trotzdem in die Rennen gehen. Die 336er, also 280er sollte ich dann schon schaffen. So, Schnellreise. Na gut, was soll's. Aussehen und so kommt dann ein bisschen später. Erstmal wieder ein bisschen an Geld kommen, ne? Aber der Sound ist halt einfach. Dieses Turbo ist. Dieser Turbo ist so. Muss mal ganz kurz und ganz kurz stehen bleiben. Wie ging das? Nein. Wir lassen den erstmal. Oh, ja, okay. Ja, guck mal, das bringt ja gar nichts. Das ist eine Sekunde, ein Kammer schneller. Ja, mehr. Mehr ist eine Ansage, ne? Gut. Aber wie gesagt. Aussehen kommt dann
wenn wir dann soweit sind. Ich sage wieder vielen, vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.